Da geht's mit Assassin's Creed und wir machen heute weiter mit der letzten Abwägung. Ich knalle jetzt die Dings raus. Die Folge, also nicht die Folge, aber zumindest mal. Hier werden die Wachen nach uns suchen. Also. So, wir sollen das Gewölbe erreichen immer noch. Aber ich glaube, wir können nicht. Klar, Siva ist natürlich Sperrzone. Nachdem die Wachen jetzt natürlich uns gesucht haben. Das Ding ist jetzt die vorletzte Quest. Überhaupt. Und dann ziehen wir es heute hoffentlich auch durch. Und dann können wir bald mit der nächsten Aufnahmesession, mit dem neuen Spiel beginnen. Wird erstmal eine kleine Pause sein, natürlich, weil ich schon Unmengen Folgen wieder vorbereitet habe. Wir müssen mal gucken, was wir kriegen. Wir sind fast Level, wie gesagt, Level 33 und die letzte reicht das Gewölbe. Ja, wie viele Erfahrungspunkte gibt es denn das eigentlich? Das Ding jetzt? 3000. Ja, das haben wir fast. Es soll eigentlich Level 33 schon sein, aber wir sind kurz vor 32. Kurz vor 33. Und es wäre nicht. Schaffen wir schon irgendwie. Wir haben sie bisher schon alle weggenatzt. Ja, ich glaube, bei der letzten müssen wir noch mal ein bisschen leveln, befürchte ich. Da sind schon. Oh, da stehen vier Wachen. Das heißt, wir werden klettern müssen. Wir müssen also ein bisschen auf der Hut sein hier. Da ist irgendwas rein. Das ist so eine Schätze. Okay. Wer ist es nicht? Gut, dann werden wir mal. Frage, kann ich mich da. Doch, ich verkehre die mir alle vier Krallen. Die kriegen wir schon irgendwie hin. Was haben wir denn hier? Eindringlinge? Nö. Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Sie haben ihm vertraut. Wir waren da. Römische Soldaten. Sie für Flavius Männer. Gib mir mal nicht. So, das Vorteil ist, dass wir hier nicht alleine sind. Das ist ein Vorteil, dass wir nicht alleine sind in dem Laden hier. Keine Sorge, die zwei habe ich schon gesehen. Vier sind es insgesamt. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch ein bisschen was Besuch haben hier. 31 und 32. Wie gesagt, ich möchte gerne vom Level her noch hoch. Zumindest der eine noch. Also jetzt ist es 32. Ist das eine 32er-Quest? Ja, ne? Ja.
Das ist eine 32er Quest. So, ich muss mal ganz kurz gerade gucken. Ja, super. War super. So, nehmen wir mit. Wir müssen da vorne hin. Ich will, was ich vorhabe, ist eigentlich da aufwerten gerade. Ich möchte gerne mal meine Bögen aufwerten. Hier liegen so viele, das heißt Leichen, hier liegen so viele. Ich befürchte, dass bei dem Spiel auch keiner mehr ist. Doch. Aber das ist nicht gerade ansprechbar, oder? Schön. Also haben wir die Nummer umsonst gemacht. Okay, ist nicht schlimm. So, dann machen wir uns auf mal zum Gewölbe. Eigentlich war wie so anders geplant, aber naja. Ich halt mal jo. Weil ich habe mich gerne noch ein bisschen aufgewertet. Das war ich reingekommen. Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben die vier Wachen da ja auch relativ gut und zeitnah alle. Wir wollen unsere Heimat zurück. Wir sind hier nämlich in Siva. Dort, wo die ganze Nummer eigentlich irgendwann gestartet ist. Und wir haben es ja nicht, ja wie gesagt, herausgefunden in der letzten Folge. Regelt alles ab. Bewegung. Warte, was? Ach, da unten ist noch einer. Moinset! Den habe ich nämlich gar nicht gesehen, die zwei. So, mein Freund. Jetzt ist mal irgendwann gut. Jetzt räche ich mich irgendwann mal. So, wir können sogar hier durch. Ich muss mich noch mal gerade ganz kurz ein bisschen laden. Ja, das haben wir geschafft. Und dann geht's weiter. Moin, moin, ihr zwei. Bayek, es wird gefährlich. Oh, das war ein bisschen zu weit. So, jetzt wird da mal ausgedient. Das waren die, wo ich eben mal oben hier drüber war. Hier oben irgendwo war ich mal. Kurz zwischen. Ne? Wann war ich hier, ne? War woanders. Oder war das doch? Das war hier, oder? Naja, ist auch scheißegal. Komm, weiter. Ja, komm mal her, hier. Okay. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Oh nein. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land... Das erinnert mich gerade alles ein bisschen an Assassin's Creed Black Flag. Das Finale. Das ist doch nicht das Finale. Wer hat es geschaffen? Die Götter selbst? Es ist die Geschichte der Menschheit. Bayek... Bayek. Das ist Hepzifer. Oh
mein Fanny. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein, wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Okay. Hepzifer wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ja, Septimus haben wir noch und Flavius. Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte. Bringen wir es zu Ende. Ja, versuchen wir es zumindest. Bayek. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Klar. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Ah, okay. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst dem ein Ende setzen. Aya? Die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Lass die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt. Auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. So. Ah, Hepzifer. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Senny. Siva braucht dich, Hepzifer. Bayek, Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. So, sprich mit Aya. Ein einfaches Schwert. Hier ist es friedlich, mein Sohn. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria. Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Nein. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Remo und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Aya. Was? Nein, du sollst nicht... Nein, du sollst doch nicht da irgendwie... Ich bin zu Besuch hier, mein Sohn. Nur einen Moment. Ach, das ist die Grabstätte. So, wir sind aber noch in, sind wir noch in der Quest mit der letzten Abwicklung, oder was? Oder ist das schon das Finale? Das kann doch nicht... Warte mal. Ist das schon die...
weiß es noch nicht. Gut. Dann müssen wir mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Bist du da hoch irgendwo? Oh Gott. Weiter ging's nicht, oder? Weiter ging's nicht. Wir müssen mal gucken, wo wir gerade. Ich habe gar keine Möglichkeit, da irgendwie gerade eine Schnellreise zu machen oder was. Ja, dann müssen wir das tun. So, wir sind immer noch bei Flavius dran. Gut. Gehen wir mal kurz hoch. Gut, die letzte Abwägung ist dann doch die nächste Quest tatsächlich. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins. Und da geht's weiter mit der vorletzten, nämlich der Abwägung, der letzten. Wir sollen Flavius finden und wahrscheinlich eliminieren dann. Bis dann, tschüss.